Hallo und willkommen zum Mila-Innenreport. Heute in Rüsselsheim bei der zweiten Bundesliga Süd. SV Fellbach gegen TG Rüsselsheim. Neben mir stehen Jonathan Witten und Manuel Lohr von TG Rüsselsheim. So, Manuel, ihr habt gerade 13:0 gegen SV Fellbach gewonnen. War ja eine klare Sache. Ihr seid ja immer weggezogen. Ihr habt, glaube ich, fast Doppelte gehabt an Punkten. Wie seid ihr heute gegen Fellbach rangegangen? Habt ihr es dann locker genommen, als ihr so viele Punkte da hattet? Oder habt ihr euch schon versucht, die jetzt mit gewissen Sachen unter Druck zu setzen? Ja, also wir probieren immer, egal wie der Punktestand ist, Vollgas zu spielen. Wir sehen es immer 0-0. Jeder Punkt ist entscheidend. Und ich denke, wir haben das heute ganz gut umgesetzt. Wir haben jeden Punkt Vollgas gegeben und haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Und deswegen ist es so deutlich ausgegangen. Jonathan, what's your impression for the game? I think that they were a good team, but our serve and block is so strong that they couldn't get such a strong offense, and we would turn balls over, and every ball we would attack at full power, and they could not counter our attacks. Manuel, mit was habt ihr die Fellbacher unter Druck gesetzt? Ich denke, wir haben sie mit unserem guten Block über die Außenposition gut unter Druck gesetzt, haben sie oft dazu Fehlern gezwungen, sie mussten leichte Bälle rüberspielen. Und haben auch in der Abwehr, gerade Christian hat viel in der Abwehr geholt und aus diesen Bällen Punkte gemacht. Und ich denke, diese Punkte demotivieren den Gegner so ein bisschen, wenn sie merken, sie bringen keinen Ball bei uns ins Feld. Jonathan, some points for the victory? Some points. Reasons why we had the victory, you mean? Yeah, we had our whole team, I think, was playing very well. We had all six players that were on the floor were very strong, and when you have such a good team, there's no holes and no faults. So we were full power and they couldn't find a way to get points, and we all could find ways to get points. So it was a very strong victory for us. You're personally key for the victory? I felt very good, and as an outside hitter, I have a huge role as I am in reception and defense and attack. And when our defense is so good, we make these high balls in out-of-system situations, and I felt very strong and I made a lot of points, and it was... Manuel, dein persönlicher Schlüssel zum Sieg heute? Mein persönlicher Schlüssel, denke ich, waren die Außenpositionen, die sehr stabil gespielt haben, die halt eine sehr wichtige Rolle einnehmen, gerade da sie viele Bälle aus den Abwehrbällen bekommen und einfach sich kaum Fehler heute geleistet haben. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview. Thanks for the interview, John. Und bis demnächst. Tschüss.